Ein weiteres Beispiel. Eine Klasse Reverse. Die definiert zwei Funktionen, abs und reverse. Abs bekommt übergeben einen Integerwert und liefert den Betrag dieses Wertes. Hier wird jetzt mal der Bedingungsoperator genutzt. Wenn der übergebene Wert kleiner ist als 0, dann wird geliefert der negative Wert, also es wird positiv gemacht. Wenn der übergebene Wert aber größer gleich 0 ist, dann wird er wieder geliefert. Hier ist jetzt eine Funktion reverse, der übergeben wird eine Zahl und diese Funktion berechnet und liefert die Zahl, wobei die Ziffern in umgekehrter Reihenfolge auftreten. Und zwar macht man das folgendermaßen: Man dividiert die Zahl fortlaufend durch 10 und mithilfe des Modulo-Operators berechnet man jeweils die letzte Ziffer. Diese letzte Ziffer wird dann hier berücksichtigt an höherer Stelle, indem sie nämlich bei dem Ergebnis an höherer Stelle eine Rolle spielt. Und hier ist die Main-Prozedur. Da wird der Benutzer aufgefordert, eine Zahl einzugeben. Und anschließend wird diese Zahl und die entsprechend berechnete Reverse zu der Zahl ausgegeben. Da schauen wir uns mal ein Beispiel an. Ich gebe hier also beispielsweise mal die Zahl 5, 6, 7, 8 ein. Und er gibt mir aus, die Reverse von 5, 6, 7, 8 ist 8, 7, 6, 5. Oder wenn ich angebe 1, 2, 5, 6, 7, dann berechnet er mir die Reverse, das ist 7, 6, 5, 2, 1. Was man hier auch schön sieht, ist, diese Zahl und diese Zahl haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Insbesondere ändere ich hier ja den Wert von Zahl, indem ich hier beispielsweise abs berechne oder hier dividiere, ohne dass ich hier diese Variable beispielsweise ändere. Denn das haben wir ja gerade gesehen, der Wert dieser Variablen, der bleibt unberührt von Operationen dieser Funktion. Diese Variablen haben nichts miteinander zu tun. Was hier beim Aufruf von Reverse von Zahl gemacht wird, ist, der aktuelle Wert, der in dieser Variablen gespeichert ist, wird dieser Variablen übergeben. Mit diesem Wert wird dann in dieser lokalen Variable gerechnet. Unabhängig davon existiert diese Variable, der im Wert innerhalb dieser Funktion nicht manipuliert wird und in Java auch nicht manipuliert werden kann. Die Parameterübergabe ist immer Call by Value. Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, das hatte ich ja bereits angeführt, dass ich dieser Funktion eine Variable übergebe und diese Funktion den Wert dieser Variable manipuliert. Das geht in Java nicht.